Vor 14 Monaten haben wir hier diesen Run begonnen. Und wenn alles gut geht, wird er heute enden. Dieser Stream, wenn nichts dazwischen kommt, endet nicht, bevor wir Perfektion erreicht haben. Kaffeesucht? Ich denke mal, der Kaffee wird dann auch genügen. So, was fehlt uns noch? Uns fehlt noch das weiße Ei und das Straußenei. Dann haben wir alles verschifft. Dann. Uns fehlt noch ein Kochrezept. Dafür müssen wir darauf warten, dass Gus auf die Ingwerinsel fährt. Na, Gourmet-Koch, Polykultur. Na, Polykultur fehlt uns noch was. Was haben wir denn nicht? Was haben wir denn nicht 15 Mal verschifft? Das sind ja nur die Sachen, die man selber anbauen kann. 15, 19, 16. Tomaten. Okay, Tomaten haben wir aber. Blaubeeren 5929. Peperoni, Weizen, Radieschen, Rotkohl, Sternfrucht. Ungemahlener Reis müssen wir nicht. Ich dachte doch eigentlich, wir hätten das sogar schon. Stechpalme brauchen wir nicht. Rübe. 15 Stück. Es sind, glaube ich, wirklich nur die Tomaten. So, noch 8 liefern. Schmeiß mal noch 10 hier rein. Dann müsste Polykultur eigentlich ehrlich sein. Okay, George hat ein paar Qualitätssteine gefunden. Wie freundlich von ihm. So, ansonsten ist es eigentlich noch Geld farmen. Und Carolyn und Pierre müssen wir halt, ne, dass die, genau. Wir müssen gucken, dass wir hier, ich will trotzdem noch zumindest Cranberries anbauen, dass die Junimo-Sklaven noch ein bisschen, ne, sich ihren Lebensunterhalt verdienen können hier. Heidi, Australia, willkommen zum Stream. Traurig ist ja, dass die Sprinkler nicht nochmal getriggert werden können. Weil ich werde die nicht alle nochmal gießen können. Also das sehe ich nicht. Huch. Moment, der Laternenpfahl darf aber da stehen bleiben. Der die Vogelscheuche nicht stehen lässt beim Hacken, ist echt nervig. Hier ist sowieso dicht. So.
Pass auf, wir rennen einmal kurz zu Pierre. Wir müssen hier sowieso noch die beiden Geschenke überbringen. Elliot, Penny, Jody, Abigail. Nee, Geburtstage helfen uns auch nicht weiter. So, du bist auf 9. So. Carolyn, bist du hier? Jo, ist sie. Wie viele prismatische Scherben habe ich noch? Ja, 15. Das ist ja wirklich... Ja. Wir können die Dinger wirklich inzwischen einfach verschenken. Was war hier? 7 Tage und danach alle 5. Ich habe jetzt nur nicht den Zeitplan im Kopf, also ob das einen Unterschied macht, ob ich den ersten Tag schon gießen muss. Aber ich sag mal so, die Preiselbeeren werden sowieso direkt verkauft. Also die werden nicht durch die Sachen gejagt. Weil sich das einfach vorne und hinten nicht lohnt. Was ich aber vielleicht noch mache, ist noch ein paar Fässer craften. Und einfach irgendwo aufstellen. Hoch. Brauche ich denn jetzt von hier?
Da habe ich eine Rare Crow mitgehen lassen. Das ist nicht gut. Ich finde es gerade ein bisschen schade, dass man nicht Sprinkler nochmal irgendwie antippen kann, um sie nochmal auszulösen. Noch 6 Stunden, das ist nicht viel Zeit, um jetzt noch die letzten. Wir haben auch gerade mal ein Drittel der Samen rausgebracht. Und hier sind es halt kacke, dass hier am Rand die Kamera halt nicht mehr mitgeht. Okay, das sollte hinhauen, aber gießen ist definitiv utopisch.
So, wenigstens das. Ja, da benötigen wir nicht mehr. 2 Stunden, okay. Jetzt müsst ihr eigentlich Polykultur triggern. Jawohl. So, dann... Wir müssen gucken, dass wir Sam nicht komplett vernachlässigen. Gerade wenn wir später anfangen, Tage zu skippen. Ah, ich sehe... Okay, ich sehe aber sein Friendship-Level hier nicht. Es lohnt sich auf jeden Fall nicht, ihn zu verschenken, bevor er bei 13 Herzen ist. Also das ist das Overkill. So. Aber wir können ja zumindest nochmal mit ihm reden. Na, man würde meinen, in einer Beziehung wäre das das Mindeste. So, Sternfrucht. Meine, theoretisch könnten wir noch Dünger ausbringen, aber ich glaube, das bringt nicht wirklich was. Meine Asynchrone ist, die sind die Erntezeiten sowieso. Wir müssen auch gucken, dass wir die Tage, an denen geerntet wird, die müssen wir auch irgendwie einigermaßen komplett nutzen. Weil die Juni muss sonst nicht arbeiten. Zu verteilen. Oder ich denke mal eher da drüben, ne? Auf der Richtung Bushaltestelle. Wie sieht's auf der Ingwerinsel aus? Was waren da die Zeiten, die Erntetage? Okay. Am 5. Gas sieht nicht aus, als würde sich heute bewegen, aber das ist noch ein bisschen zu früh, das abzuschätzen. Also wir können einmal kurz zu Pierre und Dings gehen. Haben wir schon ein weißes, großes Ei? Das möchte ich jetzt gerne mal langsam wissen. Die sind alle nicht groß. Was soll denn das? Also wenn das am Ende das ist, woran es scheitert... Dann wird, dann werde ich sauer. Haben wir vielleicht noch ein paar Hasenpfoten hier drin? Nee. Ist immer noch in der Kneipe. Kann ich hier... Es ist noch niemand... Also ich glaube, sie machen sich noch nicht auf dem Weg. Sie sind, glaube ich, jetzt höchstens dabei. So, damit hat er auch schon seine 2 Geschenke für diese Woche. Aber ich denke, wenn wir mit ihm täglich reden, dann hätten wir diese Woche potenziell auch schon die Chance, dass er auf Stufe 10 kommt.
So, Pässe brauchten Eichenharz und Kupferbarren und Eisen. Oh, da habe ich jetzt aber gar nicht dran gedacht. Haben wir beides nicht mega viel. Schmelzen jetzt alles durch. Zeit von Eisen ist in dem Zusammenhang. Die Eisenbarren sind schon ja bei 2 Stunden. Gas ist auf der Insel. Alarmstufe rot. So, Gas, ich will dein Rezept haben. Mangowein. So. Rezept akquiriert. Theoretisch können wir nach dem kompletten Inhalt unseres Kühlschranks verkaufen. Firestar, du kannst uns einfach da liegen. Man ist halt auch nicht in der Lage, einen vorsichtigen Schritt über seine Katze zu machen. Wow, Jess zeigt Emotionen. Das ist, wow.
So. Das stellen wir direkt mal irgendwo hin. So, das letzte Rezept ist tropisches Curry. Dafür brauchen wir eine Kokosnuss. Wir hatten vorhin eine Kokosnuss. Müssen wir halt nochmal in die Wüste. Aber ist kein Thema. Ah, 30 Minuten, dann warten wir nochmal kurz. Kaktusfrüchte nehmen wir kurz mit. Ja, Pam teleportiert sich einfach hier hin. Sie wundert sich auch nicht, dass ich ihren Bus entführt habe. So, tropisches Curry. Alle Rezepte gekocht. Endlich, auf dass ich das nie wieder tun muss. So, was sagt jetzt der Perfection-Tracker? Ich meine, was dürfte uns jetzt fehlen? Die beiden Sachen, die wir noch verschicken müssen? Die beiden NPCs, die wir noch auf 10 bringen müssen? Und halt das Geld für die goldene Uhr. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, fehlt uns dann sonst nichts mehr. 89%. Ja, ja. Ja, sind nur die drei Sachen. Ich glaube, wir werden viele Tage gleich skippen. Wir haben gesagt, am 5. ist wieder Ancient Fruit Ernte. Hallo, okay, willkommen zum Stream. So. Wir brauchen wieder das Eisen. Da müssen wir nämlich mehr Fässer vorbereiten. So, dann den einen. Ein Stück Eisenerz packen wir dann weg und dann können wir den Rest gerade mal an die Video hier reinschmeißen. Radioaktives Erz haben wir auch noch. Holz. Radioaktives Erz, wieso habe ich das da reingeschmissen? Wir brauchen das Eichenharz.
haben wir jetzt Milch massenhaft von. Eisen waren 40 Minuten. Hat der Zwerg irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Komm schon, schneller! Mach hinne, ich will Unreal Tournament spielen. Okay, damit haben wir auch fast keine Kohle mehr. Was geht jetzt zuerst aus? Holz. Aber 66, das ist nicht schlecht. Es hätte auch nur für zwei weitere gereicht vom Eisen, ja. Hallo, kannst du bitte? So. So. Einfach mal irgendwo in die Gegend stellen, da wird sich bestimmt keiner bedienen und das wird bestimmt auch niemanden stören. Auf der oberen Reihe nicht Pam? Nee. Also ich habe das definitiv in genug Videos gesehen, dass das geht. Die läuft ziemlich mittig. Wenn nicht, ist auch egal, aber ganz ehrlich, es ist eigentlich kein Riesending. Also ich habe genug Videos von Dings gesehen. Wie heißt er? Hier, Wand of Sparking, der macht ja da alle möglichen Sachen und der hat eigentlich regelmäßig die Sachen da stehen. So, Wildhonig, ganz ehrlich, ich werde da jetzt nicht extra noch eine Blume hinsetzen für die paar hundert mehr. In 6 Stunden. Wir suchen direkt mal Pierre und Carolyn am frühen Morgen. Pierre hinterfragt auch nicht, dass wir jetzt einfach hier sind und hier rein können. So, Moment, wir wollen zur Mine.
So, erstes radioaktive Erz. Okay, damit haben wir auch keine Kohle mehr. So, Gold müssten wir noch genug übrig haben, falls irgendwas ist, aber es dürfte eigentlich jetzt nichts mehr sein. So, haben wir noch was im Inventar, was man verticken... Oh, Omnigeoden. Damit könnte man eigentlich so ein schönes Pack-Opening machen. So, Lehm. So, ganz ehrlich, wir benötigen keine weiteren Geoden oder sowas. Ingwer ist auch egal. Kaktusfrucht ist gut für Sam. Bomben benötigen wir nicht mehr. So, das dauert noch 4 Stunden. Wir können mal kurz den Weg uns anschauen, den Pam abläuft. Komm, wo bist du? Komm, ich war noch gar nicht in dem Haus drin. Das Haus ist einfach innen noch viel größer als außen. Überhaupt im Stream. Ja, ich muss gucken, wie ich das mit den Slots an Hand habe. Aber es wird erstmal kein neues Projekt da folgen. Ich will gucken, dass ich im Moment erstmal ein bisschen flexibler bin. Tut mir leid. Ja, erstmal ihren Glauben dissen. Lügen. Warum darf ich nicht selber entscheiden, ob ich es mag? Kann ich den Rest mitnehmen? War wahrscheinlich auch die falsche Antwort, ne? Aber
Ja, weil sie wollte, dass ich hier bleibe. Also die korrekte Antwort war hier einfach, dass man sie anlügen soll. Ist klar. Hat das jetzt meine Freundschaft für Penny gekillt? Nein. Okay. So, Pam. So, wir wollen ja nicht aussehen wie ein Stalker. Ich gucke nur den Hund, der gerade in seiner Hütte hängt. Pam? Geht Pam heute nicht arbeiten? Helmut, ist es, weil es regnet? Aber man kann doch auch in... Ah, okay. Natürlich geht sie genau heute natürlich zur Ingwerinsel. Pam macht Urlaub. Ja, es muss auch mal sein. So, ein Tag, 10 Stunden, also das ist morgen. Keine Regen kann auch kein Mensch arbeiten. Immer diese Ausreden. Stimmt, der Straußeninkubator ist ja bei den großen Tieren. Das dauert doch noch 6 Tage. Wir können mal kurz hier die Häuser leeren. Ist schon geil, so ein großes Inventar zu haben.
Das dauert jetzt eine Woche. Jo. Danke, Shane. Oh, ich habe natürlich den Wein gar nicht reingeschmissen. So, 13 Stunden. Ganz ehrlich, ich mache es gerade, glaube ich, mehr Sinn, den Tag komplett zu skippen. Also nach dem Besuch bei Pierre und in der Mine. Mehr muss auch heute nicht sein. So, 400.000 sind immerhin schon mal 4% unseres Gesamtziels. So, heute müssen wir Ancient Fruits ernten. So, ist von, ich denke mal, bei dem, wenn das da steht, das war ein wuchernder Unkraut, hat Schaden angerichtet, muss ich halt immer gucken, ob es hier irgendwo ist. Am 9. So, das Gewächshaus könnte ich theoretisch auch checken, aber ganz ehrlich, nee. Wir müssen auch gleich mal gucken, wie weit wir kämen, wenn wir die Ancient Fruit und Star Fruit, die wir jetzt schon haben, alle verkaufen würden. Wir müssen das ja nicht alles mit Wein erreichen, was wir tun. Hier hat es Schaden angerichtet. Ich habe einfach zwei Ancient Fruits weggehauen.
dann kann das ja auch nicht leben. Man merkt, die Natur muss vernichtet werden. Sonst zerstört sie die Ernte. Das Ding ist, die nachzupflanzen lohnt sich eigentlich überhaupt nicht, weil das dauert einen Monat, bis die wieder soweit sind. Hi Creative, willkommen zum Stream. Etwas zu schlecht zum Ansehen. Oh, ja. Das ist immer fies. Ja, das sind schon... Das sind fast 500. So, wenn wir uns allein das angucken. 145. Nochmal 160. Das sind schon mal 300.000. Also das allein ist schon mal 400.000. Stelle dafür noch 44b. Dann bist du ja endlich perfekt. Wahrscheinlich, wenn ich das gesamte Leben im Sternentautal assimiliert habe. Und natürlich ihre biologischen und technologischen Charakteristika den meinen hinzugefügt habe. Verstehe ich nicht. Das ist eine Bildungslücke. Wow, 500. Danke, Lewis. Ruft einfach an. Ich kenne dein Geheimnis, Lewis. Die lokale Wirtschaft angekurbelt. Bruh, ich habe für dich deine gesamte Arbeit gemacht. Also eigentlich ist es ein Verbrechen, dass ich nicht längst Bürgermeister bin. Das ist ja auch so ein Ding in Stardew Valley Expanded. Also ich glaube, da kann Lewis tatsächlich abgewählt werden.
Je nachdem, wie man handelt. Zwei Tage, drei Tage. Okay, also da ist nichts. Zwei Tage. Ach, das sind Blumenfass. Okay. Kennst du auch mein Geheimnis? Ich kenne alle deine Geheimnisse. Danke, Carolyn. Mach eine einzelne Kartoffel. Nenn mal eins. Aber dann ist es ja kein Geheimnis mehr, wenn ich es nenne. Was an der Unimatrix sind, die stören dich da im Streben nach Perfektion. Oh. Die Folge war so weird. Also, und der hat gar nichts funktioniert. Ach warte, es ist Sonntag. Ich kann ihn wieder verschenken, ne? So, komm, eine letzte prismatische Scherbe für ihn. Damit ist PE auf 10. Beweise, dass du meine Geheimnisse kennst und stell mich bloß vor allen Zuschauern hier. Stehst du da etwa drauf? So, morgen noch einen für Carolyn und dann haben wir die Freundschaft aller 25 Bewohner. Es sind doch mindestens 4 Leute anwesend. Ja, deswegen, also, ne? Komm. Hühnchen streicheln. Schadet auf jeden Fall nicht. Und tut bestimmt auch den Nerven gut. So, pass auf. Ja, morgen. So, den nächsten Tag muss ich rauszögern. Nicht zu vergessen, auch den Hahn zu streichen, ins Bini. Gibt's da nicht einen Wein? So wegen, hey, do you want to see a picture of my cock? Was? Creative, jetzt wird's aber wild. Weißt du, wenn du mich vor ein paar Jahren gefragt hättest, hätte ich diesem Wunsch sogar nachkommen können, weil da hatten wir auch sowohl Hühner als auch Hähne.
Sexismus, wenn ich nur die Hühner streiche. Jetzt wird wild gerade. Sam! Was zur Hölle tust du da? Scheiß mal auf Pam, aber Sam ist hier die große Massenvernichtungswaffe. Er ist hier angefangen, ist hier normal gelaufen und ist hier so, nein, hier muss ich auf dem Rasen laufen. Alter, wenn eine Alkoholikerin einfach mehr auf ihre Umgebung achtet als dein Ehemann, der eigentlich, gut, bis auf den Vater, bis auf ein paar Daddy-Issues, aber eigentlich recht funktional ist im Vergleich. Jetzt bin ich nicht sexistisch, das ist gegen Frauen so sehr, dass das aus Sexualität ausschließt. Ja, also, das muss man wissen, wenn man, ne? Wenn man mit Frauen keinen Sex haben will, dann ist man frauenfeindlich. Aber dann sind die meisten, das erklärt natürlich auch, na gut, dass die meisten Heteromänner auch ein bisschen Probleme haben, Gefühle mit gegenüber anderen Männern zu zeigen, ist jetzt auch nicht neu, aber ne? So, wir sind mit allen Besties jetzt. So, hier, Pam schafft es, Hindernissen aus dem Weg zu gehen. Warum kann mein Göttergatte das nicht? Wenn man Sex mit ihnen haben will, ist man auch vorherweise ganz zu Objekten gemacht. Richtig, also es gibt keinen Gewinn. So, pass auf. Eins. Hier, das ist morgen. Das ist auch morgen. Hm. Was war denn hier gerade, was da, wo da stand? 15. Wir können es nicht sehen, aber er guckt die ganze Zeit auf sein Smartphone und sieht nicht, wo mit seinen Oberschenkelmuskeln hinläuft. So, Sam, ich weiß nicht, ob die Zerstörung meiner Fässer... Ich weiß nicht, ob das nicht ein Scheidungsgrund ist. Okay, er hat Pfannkuchen für mich gemacht. Das ist zumindest mal eine Entschuldigung. So, liebe Junimos. Ihr arbeitet schön. Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Ja, ist schon. Das ist nicht ganz unrecht. Kennt man, ne? Also wenn man einfach nicht sieht, wo man hinguckt, einfach dann durch 20 Fässer vom Verlobten bzw. vom Ehemann durchläuft. Und so nicht mal merkt. Zwölf Stunden. Na gut, aber dann können wir das wahrscheinlich auch noch machen. Dann können die durchlaufen. So, wie verbringen wir denn den Tag einigermaßen gewinnbringend? Wenn man für Perfektion alles gesehen haben muss, muss man auch eine Scheidung machen. Du musst nicht alles gesehen haben. Es gibt natürlich ein paar Dinge, die du erst nach Perfektion freischaltest, zum Beispiel goldene Hühnereier und so, aber das ist halt an einem Punkt, wo du denkst, ja, es ist halt mehr eine Trophäe als alles andere. Streng genommen musst du auch nur heiraten für den Star-Drop und den kannst du auch von Phobos kriegen. Was stemmt Sam denn so in seiner Beinmuskulatur? 2 Tonnen. Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch, wenn man sieht, wie er sich da gerade durchgekämpft hat. So, wir können mal gerade zum Perfection-Tracker laufen. So, 12.
wow, mal ein Gembird, der nicht der untere ist. Also, wenn wir uns daran wirklich gehalten hätten, hätten wir auch ewig gebraucht, bis wir das Rätsel gelöst hätten. Prozent. Also ich weise darauf hin, die 11%, die uns fehlen, ist die goldene Uhr für 10 Millionen und die beiden Sachen, die wir noch verschicken müssen. Hatte mal eben den Browser neu gestartet, das habe ich verpasst. Hast du gesehen, was Sam getan hat? Huch. Du kannst doch nicht einfach vor die Tür einen Trüffel legen. Also wirklich. Dann müssen wir die Tiere auch alle verkaufen, einfach weil sie jetzt nur stören. Großes Ei. Oh, endlich. So, wie lange braucht das Straußenei noch? Das Ei ist bereits im Schlüpfen, aber das Gebäude ist voll. Okay, welches Tier muss daran glauben? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Kühe und wir haben eine weiße Kuh zu viel. Duplo. Ja, sorry. Du musst dran glauben. Ein neues Straußenküken ist geschlüpft. Und wir nennen es Chocobo. Ich habe zwar nie Final Fantasy gespielt, aber... Was habe ich? Scheint neugierig, aber ein wenig vorsichtig. So. Er läuft einfach an allem vorbei, was er ernten soll. Was tust du da, Junimo? Hast du doch so über das große Ei gefreut. War sein Schwangerschaftstest positiv. Wenn bei einer männlichen Person der Schwangerschaftstest positiv ist, kann das ein Hinweis für Hodenkrebs sein. Ja, stimmt, da war was. Huch, okay, hier kann... Stimmt, ich glaube, hier kommen die Junimos gar nicht hin. So, ihr seid fertig. Okay, die hier sind schon mal fertig. Ja, oder fast fertig.
sind schon sehr wilde Erträge, muss man echt sagen. Wenn sie nicht ständig überall hängen bleiben würden. Ja, wir haben ja fast 2000 Preiselbeeren daraus gekriegt. So, der Wein muss noch durchreifen. So, das Ei haben wir verschickt, richtig. Wie sieht's mit unseren Heuvorräten aus? 417. So groß ist eine einzelne Preiselbeere ja jetzt nicht. Das stimmt. Aber sie reicht, dass man einfach ein komplettes Glas Marmelade draus machen kann. Oder eine komplette Flasche Preiselbeerwein. Also, ja. Was würdest du eigentlich machen, wenn die Ärzte sagen, dass du nie wieder Gras nehmen solltest, weil das individuell für dich sehr gefährlich sein kann? Definiere individuell für dich gefährlich. Also ich weiß, dass es durchaus Drogen gibt, wo man sagt, die können deine Wahrnehmung so beeinflussen, dass das halt echt schlimm ist, wenn du nicht mit dir selber im Reinen bist vorher. Weil das beeinflusst, was du siehst. Zum Beispiel wegen einer Schizophrenie. Uff, ja. Schwierig. Rein fiktiven Szenario würde ich mir leider gezwungen sehen, auf Heroin umzusteigen. Wow. Ja, mit Schizophrenie ist aber nicht zu scherzen. Also das kann wirklich Familien komplett zerstören. Wenn das nicht adäquat behandelt wird. Und dann noch Wechselwirkung mit bewusstseinsverändernden Drogen ist halt, ja. Zeigt mir einmal mehr, dass Marmelade nur aus Zucker besteht, wenn eine einzelne Preiselbeere reicht. Hat ja schon richtig McDonald's Milkshake-Vibes. Ja, stimmt. Aber ich setze hier keinen Zucker hinzu. Komm schon, ein bisschen schneller heute. Okay, das ist morgen. Wurde meine Frage gar nicht abgeschickt. Welche? Dein Internet war da gerade weg. Das ist, ja, das hast du ja auch geschrieben.
Gras ran, aber kann natürlich zu früh genommen werden. Da fragst du den Falschen. Ich würde ja sagen, frag einen Arzt, aber ich weiß nicht, ob der dir da dann eine Antwort gibt. Gehen wir noch zu den Fässern, die Seb übrig gelassen hat. Hallo Goku, willkommen zum Stream. Ich habe keine Lust, extrem süchtig zu wirken. Ich weiß nicht, ob du das Ziel nicht vielleicht schon verfehlt hast. So, 182. Okay, die Preiselbeeren haben noch ein bisschen was, aber der Großteil kommt natürlich vom Wein. Heute 15 Stunden. Ganz ehrlich, es macht mehr Sinn, dann zu warten, bis das gerade durch ist. Also bis den Tag zu skippen. Das sind 4 Tage und in 2 Tagen haben wir wieder eine Ernte. Nehmen wir das komplette Gehirn dekompilieren. Ja, das müsste man mal eben tun. Vielleicht schafft das ja Elon Musk. /S. So, nächster Tag. Wieso trinke ich jetzt Kaffee? Okay, davor, danach schlafen. Ja. Es wäre natürlich lustig, wenn das Spiel sagen würde, du hast Kaffee getrunken, du darfst jetzt nicht schlafen. Außer wenn du endlich abends umkippst um 2. Und du dann halt auch mit wenig Energie aufwachst, weil du nicht richtig geschlafen hast. Ich kann gut mit Kaffee schlafen. Ich schlafe selbst ohne Kaffee nicht unbedingt gut. Also irgendwas ist da schiefgelaufen.
kurz Kopfhörer, was habe ich erfasst? Ich meinte, dass das irgendwie fehlkonstruiert ist, dass ich es zum Teil nicht mehr schaffe zu schlafen, obwohl ich keinen Kaffee trinke. Hydrieren. Moment. Irgendwer muss mal echt prüfen, ob das wirklich so ein gesunder Lebensstil ist, der man hier in Stardew Valley so lebt. Denn wenn ich, dass man jeden Tag um 6 aufsteht und potenziell erst um 2 schlafen geht, sonst wo teilweise dann umkippt. Und am Ende dann wieder einen Tag, wo du vielleicht ins Hochkommt 4 Stunden Schlaf hattest. Ich finde, Stardew hätte also auch nicht fürs Late Game irgendwas. Entweder hätte man dass die Energiekosten für die Handlungen, die du so unternimmst, nicht so krass runtergehen. Also entweder das hätte man reinregeln müssen oder man hätte halt irgendwie noch Aktivitäten einführen müssen, die wirklich Energie ziehen. Weil wenn du 2, 3 Star-Drops hast, und vor allem hast du ja auch die Skills auf einem entsprechenden Level und dann brauchst du halt auch die ganze Energie, die du jetzt hast, für nichts mehr. Ernten erfordert ja auch keine Energie. Und dadurch wird natürlich auch der Spar dann sehr schnell, also den kriegst du ja sowieso nicht von Anfang an. Und dann hast du so ein kurzes Zeitfenster, wo es halt wirklich mal sinnvoll ist, da regelmäßig hinzugehen. Dann brauchst du ihn halt auch schon wieder nicht mehr, dann ist es Dead Content. Entschuldigung, bist du gesund, du bist draußen, das muss gesund sein. Oh ja, uff. Auch die Moral jeder Kinderserie ever aus den 2000ern so rum, ne? Jetzt mach mir doch nicht meine Sternfrüchte kaputt, Spiel! Steffen, bei Ancient Fruits. Das war mega viel Arbeit. Waren eigentlich Outer Wilds. Wahrscheinlich kurz bevor du wiederkommst. Da wird es schön verpasst. Echt jetzt? Ja, natürlich. Alles andere macht doch keinen Spaß. In 4 Tagen, das ist an allen, ja, 2 Tagen streng genommen. Ja, macht mehr Sinn, weil dann ist nämlich der Herbst auch durch. Bisschen nicht der Herbst durch, aber dann sind die Cranberries durch. Dann haben wir auch schon die halbe Jahreszeit hinter uns. Ich denke, ich bin wohl uns selbst 5 Wochen Outer Wilds. Nein. Weiß sowieso noch nicht, ob ich Outer Wilds streamen möchte, weil du auch sagst, das ist beim ersten Mal ja auch durchaus ein längeres Game. Wenn ich da einmal drin bin, dann will ich dann auch nicht dann diese Pausen drin haben. Ich hab's ja auch schon bei Stardew Valley auch immer gemerkt, dass ich... Huch. Dass ich ja immer versucht habe, eine halbe Jahreszeit in jeden Stream reinzukriegen. Es gibt nur ein erstes Mal, es gibt kein zweites Mal. Richtig. Das ist es ja. Keine Ahnung, ich will irgendwie beides haben. Da sollst du für die Nachwelt festhalten. Dann ist es aber eh schon fast besser, wenn ich es nicht streame.
Weil ich weiß halt auch, wenn ich es nur für mich aufnehme, dann wird wahrscheinlich auch nicht viel an Reaktionen drin sein. Beziehungsweise nichts halt an Sachen, die ich laut ausspreche. Leuten, die erzählen, wie sie ihr Auto ihr Leben verändert hat. Es gibt auch Leute, die erzählen, wie der Dark Souls ihr Leben gerettet hat, weil sie ihn irgendwie genau in der richtigen Zeit in die richtige Nacht übermittelt hat. Fest. Ja, Deltarune wollte ich ja auch demnächst mal irgendwann mir endlich antun.
So. Nein, du sollst das Inventar von dem Ding aufmachen. So. Oh, ich habe einfach fast die gesamte Arbeit gemacht. Danke für nichts, Junimos. Ja, danke für irgendwelchen Dünger. Wir gucken noch gerade bei Chocobo kurz rein. So, der muss draußen hier oben rumlaufen, ne? Ich habe jetzt gedacht, wer ist er und warum streichelt er die Kuh? Wir sind bei 7 Millionen. Das ist jetzt auch das Ziel. Wir brauchen 10 Millionen für die goldene Uhr. Die sorgt dafür, dass auf unserer Farm halt keine Schäden mehr entstehen. Okay, in 3 Tagen. Also da müssen wir auch die Ancient Fruits ernten. Das passt perfekt. Wann ist das durch? Morgen. Der Baum ist noch fast leer. Hoch. Oh. Nee. Oh, das wollte ich jetzt auch nicht. Da ist noch einer. Was hast du denn bitte für Adleraugen? Aber ja, ich erwische echt nie alle Fässer. Also eins ist eigentlich immer dabei, was nicht. Alles klar. Geht eigentlich nur noch der Prinz aus dem Gotoro-Imperium. So, Chocobo ist erwachsen. Das heißt, wir kriegen dann hoffentlich auch bald unser Straußenei.
Das Ziel ist, ein perfekter Mensch zu werden. So, wir sind jetzt bei 7,6 Millionen. So viel ist ja noch. Und da steht, muss ich den Bobald mal in den Liegestuhl hinstellen. Ja. Neue Zuschauerbelohnung 10k, gleich safe neu anfangen. Bruh. 10k, du überschätzt den Wert von Slosium. Wenn ich nochmal Stardew Valley spiele, dann mit Stardew Valley Expanded. Und dann mache ich auch keine Perfektion, wie gesagt. Da will ich einfach nur die neuen Sachen erleben. Es reicht das, was wir am 19. besitzen werden, vielleicht sogar schon, um uns auf die 10 Millionen zu bringen. Wenn wir jetzt hier gucken, das sind 100.000, das sind nochmal 100.000, 150.000, das ist nicht so viel. Draußen Ei. Na also, das ging jetzt doch schneller als erwartet. Dann haben wir jetzt auch das andere Achievement. Das einzige Achievement, was wir am Ende nicht haben werden, ist das für Georgia. Das mache ich dann bei Stardew Valley Expanded irgendwann. Ein Slot aus dem Inventar wird random geleert. Nein. Listen. Aber Pierre, ne? So, Full Shipment. Damit sind wir jetzt bei fast 8 Millionen. Ein Stream gucken ist anstrengend. Willst du lieber in die Kohlemine? Oh, shit, es regnet. Das heißt, die Junimos werden kein Schlachthuhn. Ja, bitte. Ganz ehrlich, ich habe Tage auf LinkedIn einen Post gesehen. Es ging darum, dass wir jetzt in der deutschen Sesamstraße eine Puppe mit Behinderung dazu bekommen. Also eine, die im Rollstuhl sitzt. Und da ging es dann auch darum, dass es in der amerikanischen Sesamstraße schon seit einigen Jahren eine autistische Puppe gibt. Julia. Und dann wurde natürlich total darüber diskutiert. Und dann kam da so eine, ich habe keine Ahnung, was die hatte, die dann nur so geschrieben hat, so, ja, so, ich glaube, so Kinder sollen sowieso entweder zusammenspielen oder arbeiten. Da lernen sie am besten. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie was anderes damit meinte, weil auch Spiel für ein Kind Arbeit ist, aber es, so wie es klang, konnte ich nicht versuchen, widerstehen zu fragen, in der Kohlemine oder auf dem Feld? Warum haben wir keine autistische Puppe? Weil tatsächlich, der hat was dazu gesagt, der die Entscheidung da getroffen hat. Es gab einen Grund dafür, der jetzt nicht super stichfest war, wohlgemerkt. Ich glaube, seine Befürchtung war dann irgendwie, dass wenn diese Puppe dann irgendwas beteiligt ist, dass es dann auch irgendwie um sie gehen muss. Wo ich mir dachte, nein.
Also, klar, wenn es eine Situation ist, wo du davon ausgehst, dass dieser Charakter Schwierigkeiten hätte, kannst du ja auch irgendwie nebenbei so ein bisschen zeigen, dass vielleicht die, ne, dass einfach eine von den anderen Figuren irgendwie ein bisschen Rücksicht zeigt oder halt irgendwie sagt, hier ist alles okay, soll wir vielleicht woanders hingehen, ne? Aber das ist ja was, das muss man ja nicht da die große Glocke hängen. Das reicht ja, wenn es irgend, wenn man das vielleicht irgendwie. Du musst es ja nicht mal sagen, du kannst es ja auch durch Körpersprache zwischen zwei Figuren im Hintergrund. Das reicht ja schon. Wie ist unsere autistische Puppe? Leute, ich weiß, manchmal Autistin nicht als gesehen werden, als neurodivers. Ich weiß, ich bin da drin. Also das ist nicht einheitlich. Es kommt natürlich auch daran, wie man den Begriff Behinderung versteht. Ist es etwas, was man ist, oder ist es etwas, was man wird? Also von außen. Wenn man wirklich in einer Mülltonne ist, dann sehr wahrscheinlich nur sie wäre, ist, dann das deckt die Sesamstraße ja ab. Stimmt. Oscar war das, ne? Hier gibt es ja auch so schön motivierende Sprüche, so von wegen, es heißt ja Trash Can und nicht Trash Cannot. Ja, sie werden Menschen von der Gesellschaft behindert. Yep. Kann ich auch in einer Mülltonne. 200.000, 200.000, so. Also ich trage einfach schon mal wieder eine 500.000 in meiner Tasche. Ich meine, es hindert dich niemand dran. Es gab ja auch diesen griechischen Philosophen Diogenes, der doch in einem Fass gelebt hat. Ich meine, gut, wenn auch nur die Hälfte von dem, was man so hört, wahr ist, dann war der auch ganz wild drauf. Okay, das ist aber eigentlich auch. Ich meine, gut, klar, da muss wahrscheinlich irgendwer auch die Türen und so besetzen, aber wenn es keine geschlossene Einrichtung ist, ist es eigentlich. Ne? Also, ich weiß, wie es in der Jugendhilfe ja auch war. Also die Einrichtung, wo ich gearbeitet habe, war auch nicht geschlossen. Also, wenn bewusst es besteht akut, oder davon ausgehen muss, dass akut die Wahrscheinlichkeit besteht, dass einer der Jungs halt weglaufen will und sich dann halt sonst wohin begibt, dann durften wir zwar zeitweise abfließen, aber streng genommen durften wir das nicht pauschal. Ich bin gespannt, ob wir die Perfektion noch. Ich glaube, in dem Tempo soll die Perfektion erreichen, noch bevor der Herbst endet.
Wäre natürlich was, wenn am letzten Herbsttag wir dann halt den Gipfel erreichen. Also wir sind einfach erst 10.50 Uhr. Ich glaube, wir skippen gleich den Tag auf, anstatt dass wir warten. Tunic ist gerade 20% reduziert. Ja, aber ich habe schon gesündigt, indem ich die Halo Master Chief Collection gekauft habe. So, hallo Preiselbeeren. 1783 Stück. Wenn wir Ende des Sommers auf einmal Blitze sehen, ist mir das bin ich, dass wir Reaktion schaffen wird im Herbst. Das ist wirklich als Reisen sein Wesen reiner Energie, was einen Religionskrieg auslösen wird. Acht Stunden, ja, das dauert noch ewig. Ja, danke, Hexe. Jetzt brauche ich dich auch nicht mehr. Und das, die also, das ist auch so ein Ding. Stardew, ich weiß nicht, ob Stardew Valley Expanded da irgendwas macht, aber es wäre lustig, wenn man die Hexe auch kennenlernen könnte. Wenn ihre Story oder das, was wir hören, ist, ihr Mann hat sie betrogen. Sie ist so mega wütend geworden, dass ihr Mann sie danach eingesperrt hat. Aber offenbar nicht richtig, weil sie fliegt ja gelegentlich auch rum. Also nicht mal das hat er hinbekommen. Wobei ich mich auch gerade frage, also der Zauberer deutet ja an, dass
eine der Bewohner sein Kind sein könnte. Und die Leute gehen davon aus, dass es Abigail sein muss. Aber es sind auch tatsächlich ein paar Leute überzeugt, dass es Jazz sein könnte. Und ich überlege gerade, ob Jazz Eltern vielleicht nicht eines natürlichen Todes gestorben sind, sondern die Hexe da vielleicht ihre Finger im Spiel hatte. Und selbst wenn der Zauberer mit Sicherheit wüsste, dass Jazz sein Kind ist, wagt er es dann vielleicht deshalb, sich ihr zu nähern. Weil er befürchtet, dass seine Ex sie dann töten könnte. Ich bin einmal schnell in der Dusche, wir nehmen. Ich dachte, das ist ungefähr 2 Outer Wild Speedruns lang. Das ist auch einfach die wildeste Zeitangabe. Expanded gibt bei der Frage Aufklärung. Ja, ich weiß. Also ich weiß, dass Expanded mit der beliebteren Theorie geht. Also ich habe ein paar von den Expanded Cutscenes von den Vanilla-Charakteren tatsächlich auch gesehen. So, ein Tag. So, 22. und dann am 24. wieder. Also der Kaffee wird schon mal reichen, denke ich. Hoch. Okay, also... Ja, wir müssen sowieso warten. Das heißt, wir müssen beide heute bestücken. Warte nicht, Straußenei ist ja drüben. Fühlt sich plötzlich so an, als gäbe es den Adblocker, okay. So, was sagt der Perfection Tracker? Also die goldene Uhr zählt einfach für 10%. Uns fehlt noch 1,7 Millionen. Aber ich glaube, nach der heutigen Geschichte könnte das sogar reichen. Beziehungsweise spätestens der 26. Das sind 200.000. Das sind, okay, dann haben wir 500.000. Okay, wir haben 700.000 theoretisch hier rumliegen. Warte, hier ist noch mehr. Bruh. Ja, wir haben genug rumliegen. Also wir bestücken gleich nochmal die... Wir haben es jetzt. Also wir bestücken jetzt gleich nochmal einfach die Dinger. Einfach nur fürs Gefühl. Fehlen auch 1,7 Millionen auf dem Konto. Kennen wir das Gefühl nicht alle. Also pass auf, ist eigentlich total blödsinnig.
Wir nehmen 500. 500 Ancient Fruit lassen wir mal gerade übrig. Und den Rest können wir verticken. Wir gehen, warte, wir gehen zu Pierre. Ja, dann haben wir das Geld direkt auf Tasche. So, Bar auf eine Kralle. Okay, das hat jetzt so lange gedauert, dass wir das Menü nicht schließen durften. Oh, ich bin mal ganz kurz. Weil wir kriegen kein Achievement dafür, dass wir Perfektion erreichen. Aber wenn ich auf Steam gucke, mir fehlt nur noch eines. Und das kriegen wir diesen Run nicht mehr. Dann einmal aufs Ross. Gott verdammt. Man legt so einen Weg an und dann holt sich die Natur das einfach wieder zurück. Vom Pferd aus nicht deine Sense schwingen kannst. Das ist echt nervig. Also Axt kann ich verstehen, für die brauchst du Kraft, aber die Sense? Goldene Uhr. So, wo können wir damit am besten flexen? Das heißt OWS. OWS heißt Outer Wild Speed Run. Das ist die Zeiteinheit, mit der wir hier rechnen. Willst du einmal Freitag der Apokalypse machen? Ja komm, Grani hat jetzt wieder wochenlang nur im Stall gestanden. Also zumindest jetzt zum Abschluss soll er sich noch ein bisschen die Hufe vertreten können. So, wir gucken mal kurz auf den Perfection Tracker. Hallo Leo. Das ist wieder in der echten Welt. Solange wie eben ein Outer Wild Speedrun ist. Und ich glaube, der Outer Wilds Any Percent Speedrun ist gerade so um die 8 Minuten. Bin so creative, das ist sehr gutes Timing. Wir haben die Uhr. Prozent. Brauche ich nur einen halben Arbeitsmittel zum Duschen anziehen. Okay, das ist echt schnell. 100% und Game aus. Ja, sozusagen, ne? So. Creative. Die goldene Uhr, über die wir jetzt mehrere Streams philosophiert haben. Wie sie funktioniert. Wie sie das Gefüge der Zeit um sich herum beeinflusst. Hier ist sie. What? Excuse me? Ich dachte schon, was ist da? Oh nein! Nein! Juri, nicht an die Kaffeemaschine! Wer hat die Kaffeemaschine dahingestellt? Du kannst doch nicht das Kind dahin lassen. Sam, wo bist du? Du kannst doch nicht das Kind... Sam?
Sam? Wo ist Sam? Ja klar, Sam ist seine Familie besuchen und er nimmt sein Kind nicht mit. Sondern lässt es Kaffee trinken. Also wenn das mal kein Scheidungsgrund ist. Wie viele Stunden hat es pro Perfektion gebraucht? Das können wir uns gleich tatsächlich ansehen. Wenn wir uns, weil im Safe sieht man ja, wie lange das, wie viele Stunden das in-game waren. Du spürst es in deinem Herzen. Opa strahlt vor Stolz. So, und wenn wir uns jetzt zu den Bergen begeben, in der Ferne ein rumpelndes Geräusch zu hören. Also wenn sie was rausstellen. Denkst du, er kompensiert irgendwas? Oh, Linus und Leo haben auch noch eine Szene. Okay, es geht nur um Leo generell. Aber das passt jetzt voll gut. So, hier war ich noch nie. Eine Menge zusammen durchgemacht. Also ich weiß nicht, ob ich das eine funktionale Ehe nennen würde, die wir führen, Sam. Oh, haben sich Krobus und der Zwerg vertragen?
Ja. Das Fehlen der Fertigkeit, Sam als Item mit Inventar. Ja, es gibt da eine sehr, sehr verfluchte Mod. Goldenes Tuch haben wir gar nicht kennengelernt, die schalten wir jetzt erst frei. Ah, es ist nicht vorbei, bis die fette Meerjungfrau singt, oder wie war das? Das ist gerade Credits, ja, natürlich. Es ist endlich vorbei. Es ist vollbracht. Ich meine, wenn die 9 Monate Pause nicht gewesen wäre, wäre das ein Projekt von einem halben Jahr gewesen. Das ist der kurze Spiel, ich gegeben habe. Nein. Nein, da bin ich jetzt gerade nicht offen für. Das wäre jetzt einfach der ultimative Plot-Twist, wenn Mr. Key unsere Oma wäre. So, den Tag beenden wir gerade noch. Richtig. Wir sind komplett verarmt durch unser Bedürfnis, mit der goldenen Uhr reich auszusehen. So. Zurück zum Titel. Und dann sehen wir hier fast 90 Stunden. Fast doppelt so viel wie mein ursprünglicher Save. Wobei ich habe nicht den bis Jahr 4. Also da habe ich nur ein paar Achievements noch geholt nach Jahr 2. Also, damit ist es endlich durch. Das hat sich ein bisschen länger gezogen, als ich erwartet habe, to be honest. Aber zum Glück, also ich hatte jetzt echt noch ein bisschen die Befürchtung, dass wir jetzt auf irgendwas noch ewig warten müssen, weil irgendein Item nicht droppt oder so. Das ist zum Glück nicht passiert.
Ansonsten, der Streamslot, der bisher für Stardew Valley reserviert war, wird erstmal frei bleiben, beziehungsweise relativ flexibel wahrscheinlich genutzt werden, wenn überhaupt. Und vielleicht kehren wir nochmal zu Stardew Valley zurück, aber ich weiß nicht, ob ich das im Stream machen will, weil wie gesagt, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss eine halbe Jahreszeit immer spielen. Und es, ich finde, Stardew ist halt auch, man kann sich dran festwachsen, aber es ist auch, finde ich, etwas, wo man auch mal zwischendurch einen Tag spielen kann. Und wenn, dann halt mit Stardew Valley Expanded und dann auch ohne, dass wir 100% erreichen wollen. Weil, wie gesagt, einmal war jetzt okay, hat man auch ein paar Sachen gemacht, die man sonst nicht macht. Aber sonst ist mir das ein bisschen zu viel Checklisten abarbeiten. Anyway, ich danke fürs Dabeisein. Wir machen jetzt das Outro und wir sehen uns dann im Laufe der Woche wahrscheinlich bei Minecraft wieder. Bis dahin.